Hallo Klingenarmler, wir sind hier bei Zoch. Neben mir sitzt die Susanne. Hallo. Hallo, grüß dich. Und jetzt möchten wir euch Trollfjord vorstellen. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahre und dauert circa eine Stunde. Grafisch sieht es schon mal richtig gut aus. Also schon die Grafik allein gefällt mir. Aber auch das Material und die Zusatzkomponenten haben einige Besonderheiten. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das Spiel hat es wirklich in sich. Wir haben hier einen Berggeist und er hat festgestellt, dass zu viel Geröll bei ihm an der Festung herumliegt. Und dieses Geröll muss weg. Jetzt hat er seine Trolle alle hergerufen. Liebe Trolls, arbeitet, seid fleißig. Wer fleißig ist, wird belohnt. Das Schöne an diesem Spiel ist, zunächst schaut es aus, wie man Spiele so kennt. Es sind verschiedene Landschaften. Wir haben 7 Landschaften. Wasser, Gebirge, Fjord, Eis, Gletscher. Wir haben hier die Obertrolls. Die Obertrolls sind etwas größer und wir haben die normalen kleinen Trolls. Das sind die, die kräftig klopfen müssen. Und wir haben hier ein ganz tolles Element, das ist nämlich der Felsenturm. An dem wird nämlich dann wirklich gehämmert. Wie aber schaffen es die Trolls zum Hämmern? Die Trollen, die hämmern nämlich manchmal gemeinsam. Völlig ungewollt. Jeder spielt für sich alleine und plötzlich hämmert man gemeinsam. Das ist gut, aber auch nicht immer so erwünscht. Das ist also sowas Halbkooperatives, aber die Kumpane sind dann auch hinterhältig. Und das andere Schöne ist, dass wir einen modularen Spielplan haben. Wir bauen hier außen die Bahn immer auf, also jeder neue Spielaufbau bringt eigentlich einen anderen Verlauf in das Spiel rein. Hier vorne zu Beginn, das ist übrigens der Hammer, laufen die Trolle los. Immer der hintere beginnt. Wenn jetzt der Orange laufen würde, hat er die Wahl. Er kann entweder auf Landschaften gehen oder er kann Trolle, wenn er auf dem Barfußpfad unterwegs ist, in den Regionen bewegen. So, am Anfang kann er natürlich den Barfußpfad kaum gehen, weil er noch keinen Troll gesetzt hat. Lassen wir ihn mal auf den Wald gehen, man kann immer 1, 2 oder 3 Schritte gehen. Habe ich immer die Wahl. Ich muss dafür auch nichts anderes tun, um es tun zu dürfen. Ich entscheide selber. Jetzt kann ich 3 Trolls in den Wald setzen. So, hätte ich jetzt zum Beispiel mich entschieden, wenn ich hier wäre, auf dem Barfußpfad zu gehen und 3 Schritte zu gehen, dann dürfte ich die 3 Trolls in ein benachbartes Feld setzen. Jetzt sind wir aber hier. Ich sehe jetzt, dass ich an diesem Felsenturm, wir haben verschiedene Werte mit 1, 2, 3 und jeder hat hier einen Beutesack, jeder Spieler seinen eigenen. Da sage ich gleich was dazu. Der muss nämlich einfach mal voll werden. Und zum Vollwerden muss ich immer schauen als Spieler, dass ich an einen Felsenturm komme, wo ich klopfen darf. Da ich bei 1 noch nie geklopft habe, das sagt mein Beutesack, versuche ich hier mein Glück. Also ich habe 2 angrenzende Regionen an den Felsenturm, also darf ich klopfen. Ich sage, ich klopfe. Jetzt kommt der Turm ins Spiel, da klopfe ich jetzt gleich. Jetzt kommt mir der schwarze Spieler in die Quere, der sagt, ich grenze auch mit 2 Feldern an den Felsenturm an, ich klopfe auch. So, und schon sind wir ein Team. Jetzt kann ich dem nicht sagen, hey, ich will dich nicht dabei, weil ich habe ja 4, ich hätte ja 4 Schläge. 4 Schläge reichen mir immer aus, um 14 Punkte, 14 Felsen zu schlagen. Kann ich nicht, ich muss ihn mitnehmen. Also versuche ich mein Glück. Man schlägt hier auf die Seite, das hält, oh, dann schmeißt man ihn wieder rein, wenn er versehentlich runterfliegt. Und man kann hier richtig stark klopfen und klopft hier immer drauf. Hätte ich jetzt 14 Steine, was ich nicht habe, wie es ausschaut, dürfte ich mir diesen Wert, diesen Schatz heben und ihn mir hier hinlegen. Da ich das nicht habe, bleibt er zurück. Der Kumpan, ich hatte 2, 4, 6 Schläge, weil 6 Trolls da sind, geht auch leer aus. Passiert nichts weiter. Angenommen,
ich hätte jetzt aber 21 Schläge gehabt. Nein, Steine. 6 Schläge und 21 Geröllsteine hier liegen, und zwar die richtigen, dürfte ich mir die 21 nehmen. Und der Troll dürfte sich noch die 14 nehmen. Die 13 würde liegen bleiben. Es ist aber nicht so ganz einfach mit den Geröllsteinen, denn die weißen gelten als farblos. Davon muss ich immer ganz viele dann schlagen. Die zählen mit. Von den anderen Farben darf ich nie mehr als Zahl meiner Trolls schlagen. Wenn ich das tue, gehe ich leer aus. In dem Fall habe ich 2, 4, 5, gehe nicht leer aus, aber habe ja auch die Zahlen nicht erreicht. Hätte ich jetzt also 7 rote Steine zum Beispiel, würden wir leer ausgehen. Wenn wir nicht den Berggeist besänftigen. Mit diesen Werten, Wertsachen können wir den Geist besänftigen, dann gebe ich ihm eine 4 und wir dürfen weiterspielen. Wenn jetzt Folgendes passiert, wir klopfen, oder ich bin dran, ich habe gesagt, ich klopfe, habe einen Kumpan, ich klopfe und jetzt schlage ich und nichts passiert, dann ist es ein Leerschlag. Jetzt ist der schwarze Spieler mein Kumpan. Der mein Kumpan war, ist nicht mehr mein Kumpan. Ich bin jetzt der Kumpan. Jetzt ist er der Schläger. Wenn er jetzt erfolgreich schlägt, darf er als erstes auch hohe Schätze bergen. Und ich muss dann das nehmen, was übrig bleibt. Also so ist der Kumpan auch ein bisschen ein Parasit. Wenn er es gut anstellt, kann der ganz schön absahnen. Oder man spielt richtig toll zusammen, dann können beide auch stark profitieren. Gewertet wird am Ende so, dass wenn ich jetzt hier den Schatz 21 geborgen habe, kommt er hier drauf. Habe ich im Laufe des Spiels als Kumpan Schätze geworben, dann kommen diese Schätze zum Beispiel hier rein, in die Mitte. Dann habe ich nur einmal den Berggeist besänftigen müssen. Und beim zweiten Mal klopfen kriege ich wieder einen Schatz. Halt, warte mal, falsch. Kriege ich wieder einen Schatz. Wieder einen Schatz. Bin ich die, die als erste den vierten Schatz selber hebt, ist das Spiel zu Ende. Die anderen Spieler dürfen noch ihre Züge fertig machen. Und dann wird geguckt, wer den prallsten Schatzbeutel hat. Und der ist dann der Sieger.